Hey, hey, Buddy Bros, what's up und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, wir waren ja hier in der letzten Folge stehen geblieben und ich hatte euch ja gesagt, dass es nicht möglich ist, aus dem Treppenhaus zu springen, weil irgendwelche Schüler auf die Idee kamen, im zweiten Schuljahr vom dritten Stock zu springen. Ich habe euch ja diese wunderbare Szene mal eingeblendet und, ja, allerdings habe ich im Off etwas ausprobiert. Ich bin ja immer so derjenige, der die Bugs versucht, in den alten Spielen zu finden. Und ja, ich würde jetzt nicht hier in den siebten Stock gehen, wenn es nicht möglich wäre, aus dem siebten Stock zu springen. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, und zwar gibt es ja diese unsichtbaren Mauern hier, ne? Ich zeig's doch mal kurz. Das ist ein wunderbarer Gestöhne von Harry Potter. So, allerdings, ich zeig's euch einfach. So. Harry Potter springt aus dem siebten Stock bis ganz nach unten. Ich muss sagen, es hängt auch tatsächlich vom Glück ab, ob man bis unten durchrutscht oder irgendwo hängen bleibt. ich hab's ja erst so probiert. Okay, dann habe ich jetzt auch noch einen Grafikbug ausgelöst. Sehr schön. Ah, ich liebe Harry Potter. Gut. Wie ihr allerdings gesehen habt, Fallschaden gibt es nicht. Schade. Also das heißt, es wird keinen Tod meinerseits geben, wo ich, ja, aus dem siebten Stock runterfalle und sterbe. So, allerdings geht es jetzt los mit Verwandlung. Junge! Oh, sieh an, wenn das nicht Wieselbäckler und Potti sind! Pies! Ich traue dieser Rüstung nicht. Er hat uns eingeschlossen. Wir können ihn schlagen, wenn wir alle gleichzeitig zaubern. Ron, zaubere deinen Carperetractum-Zauber, wenn wir ihn geschwächt haben. Also bei Hand of Blood hat er hier noch, drei kleine Spielkamera. Halt die Backen! Bei Hand of Blood hat er hier noch eine Ravenclaw mit eingesperrt. Das habe ich jetzt leider nicht regeln können. Rictus Extra! Rictus Extra! Scheiße! Rictus Extra! Schmeißt mit Stinkbomben! Junge! Wenn der mit... Alter! Hallo? Rictus Extra! Miese, einzelne Dreck, das kannst du doch besser, oder? Junge, wenn der mit so einem fetten Morgenstern auf dich losgeht, wenn der so einen fetten Morgenstern hat... Ach komm, jetzt ist Hermine sauber. Kleiner blasser Peewee. Das kannst du doch besser. Kleiner blasser Weasley. Das hast du eben schon gesagt. Genau so, Ron. Gib ihm den Rest. Rictus Extra. Rictus Extra. So, weg mit dem Morgenstern. Junge. Das ist fantastisch, Ron. Es ist einfach gut zu sein, wenn man sich so erschreckt. Wir sollten jetzt endlich zur Verwandlung gehen. Kaffee muss sein. Sind wir bestimmt zu spät. By the way, ich habe heute elf Stunden geschlafen. Deshalb bin ich auch vielleicht so ein bisschen, am Arsch. Aber naja, gut. Los geht's. Oh. Obwohl, naja. Geheimnisse am Ende des Spiels. Los geht's. Hallo und willkommen zum Verwandlungsunterricht. Mit einem sehr schwierigen Verwandlungszauber kann ein Zauberer zu einem Animagus werden. Animagi können sich in Tiere und dann wieder zurück in Menschen verwandeln. Zum Beispiel... Eine schwarze Katze! Ist natürlich wieder ein Grafikbug. Irgendwelche Fragen? Professor McGonagall... Sind Werwölfe Animagi? Nein, sind sie nicht. Animagi verwandeln sich willentlich in Tiere. Werwölfe können diese Verwandlung nicht steuern. Richtig.
Und jetzt zur heutigen Lektion. Den Drakonifors und Lapifors zaubern. Hermine, vielleicht könntest du der Klasse die Übung vorführen, die ich vorbereitet habe. Ich? Oh ja! Wenn du einfach durch diese Tür gehen würdest. Dann wären wir dich los. Keine Klugscheißerin mehr im Unterricht. Jetzt geht's los. Beginnen wir mit dem Lapifors-Zauber, Hermine. Genau. Lapifors, die Verwandlung von kleinen Gegenständen in Kaninchen. Korrekt, Hermine. 5 Hauspunkte für Gryffindor. Zaubere Lapifors auf die Kaninchenstatue. Du kannst dann das verwandelte Kaninchen kontrollieren. Lapifors! Benutze die Pfeiltasten, um das Kaninchen zu bewegen. Mit der rechten Maustaste hüpft das Kaninchen. Drücke Pfeiltaste oben und halte die rechte Maustaste gedrückt, um weit zu springen. Warte mal kurz. Ich habe ein Problem mit der Steuerung gerade. X und C, stimmt. Drücke Enter, wann immer du den Zauber unterbrechen möchtest. Oder erfülle die Aufgabe mit dem Kaninchen und der Zauber hört von alleine auf zu wirken. Du findest bei dieser Aufgabe überall Kaninchenlöcher, Hermine. Wird ein Loch durch Gras versperrt, drücke die linke Maustaste und das Kaninchen frisst sich hindurch. Verstanden. Linke Maustaste drücken, um sich durch das Gras zu fressen. Warum reden wir hier von Maustasten? Wir sind hier in Hogwarts. Wir sind nicht hier in einem Computerspiel, oder? Okay, ich höre auf, die Sprüche von Hand of Blood zu benutzen. Schau jetzt auf den Erdhügel. Platziere das Kaninchen oben auf dem Hügel und drück die linke Maustaste, um mit dem Graben zu beginnen. Genau, mit der linken Maustaste fressen oder graben. Ja, ich liebe diese Bugs. Beziehungsweise was heißt Bugs, aber einfach... Das ist ja vom Spiel nicht vorgesehen, dass du da einfach springst, ne? Hervorragend, Hermine. Kann ich jetzt aber trotzdem noch? Oh, schade. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade Enter gedrückt, aber nichts ist passiert. Ich werde dann natürlich versuchen, es ist gerade super laut auf meinen Ohren. Ich werde natürlich versuchen, alle Geheimnisse zu finden. Oh, gerade ist irgendwas von meinem Schreibtisch gefallen. Alohomora! Kann ich hier rein? Ja, sehr schön. Hier schon? Ach, da kam ich ja her. Ach Gott. Ja, es wird noch sehr viele ätzende Aufgaben mit diesen Hasen geben. Wovor es mir auch schon graut, ist der Draconiforce-Zauber, weil ihr wisst ja alle noch, wie hervorragend das mit Seidenschnabel gelaufen ist. Und das Ganze in Miniatur mit, Ihr seht es gleich selbst. Was ist hier? Okay. Kein Geheimnis, schade. Gut. So. Ups. Okay. Ich sammle alles.
Ihr seid es ja schon gewohnt von mir aus Harry Potter 2 und Harry Potter 1. Ich verlinke euch die Playlist mal auf dem i, wenn ich es nicht vergesse. Ich finde, by the way, auch das hier übrigens die langweiligste Herausforderung. Ich weiß nicht warum, aber Draconiforce und Lapiforce sind jetzt nicht unbedingt Zauber, die man wirklich gebrauchen kann. Und im Film hat man überhaupt keinen von diesen Zaubern gesehen. Ja. Durch den Karnickelbau geht's jetzt weiter. Hoch? Hä? Ich weiß gar nicht, was hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das großartig interessant gestalten soll. Für die Steuerung, ihr seht, naja, ist jetzt nicht gerade die beste. Yay! So. So, und jetzt werden wir alle sehr viel Spaß haben. Es geht nun weiter mit dem Draconiforce-Zauber. Und jetzt weiter mit dem Draconiforce-Zauber. Gott. Zaubere auf die Drachenstatue, Hermine, um sie in ein Lebewesen zu verwandeln. Ja, ihr wisst ja alle noch, wie das mit Seidenstabe gelaufen ist. Super, ne? Ganz große Klasse. Draconiforce! Oh, ausgezeichnet! Hör jetzt gut zu. Um weiterzumachen, musst du mit dem Drachen das Feuerballpaket aufnehmen. Dann fliegst du hoch und landest auf einer Plattform. Zum Schluss musst du die Fackel anzünden, um diesen Teil der Aufgabe zu lösen. Los geht's, Hermine. Drück die Leertaste, damit der Drache abhebt. Mit den Pfeiltasten fliegst du Kurven. Oh Gott. Hat der Drache ein Feuerballpaket aufgelesen, drücke die linke Maustaste. Oh Gott. Der Drache speit Feuer. Der Drache kann für jedes Paket einmal Feuer speien. Hä? Oh Gott. Ja. Ach, Scheiße! War jetzt zu. Wer bei EA Games fand es eigentlich genial, hier so eine scheiß Fliegenaufgabe zu machen und dann auch noch mehr oder weniger so viel Bedeutung im Spiel zu geben, dass du so viel damit machen kannst. Das ist super ätzend. So, Feuerballpaket aufgenommen. Boah, ich hab's geschafft. Mann. Hervorragend, Hermine. Ja, danke. Vor allem, weil ich habe ja das Drehen auf X und C gelegt. Ich glaube, ich ändere das auch. Na, Bruder, kann ich A und D nicht zum. Hä, wie sieht das denn aus, wenn sie läuft? Also, wenn ich so laufe, dann laufe ich aber nicht nach links und rechts. So, Mausgeschwindigkeit hat sich mal wieder geändert. Das Problem habe ich immer noch nicht beheben können. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Die Pulso! So. Erstmal hier ein paar Leute aufmischen. Die Pulso! Wo kommen sie her? Da. So.
So, zwei sind's noch. Zwei Unterhosen-Gnome. Yes! Krieg dich nicht so auf, Herr Müller. Yes! Oh! Zwei Kesselkuchen. Ja. So, bin ich ja richtig? Nein, bin ich natürlich nicht. Oh Mann. Die Pulso! Oh, geil. Es ist ein Kinderspiel. Oh Gott. Natürlich könnte man das jetzt hier als übrigens sehen, dass das mit Seidenschnabel. Oh geil, ich habe das Feuerballpaket schon aufgenommen. Ich habe noch eins aufgenommen, geil. Da unten war ein Kesselkuchen, das habe ich ganz genau gesehen. Wie komme ich denn an die Scheiße jetzt ran? Da, so. Danke. Nein! So, danke. Mir graut es schon vor der Abschlussprüfung. Oh, mir graut es schon vor der Abschlussprüfung am Ende des Spiels. Weil Fliegen wird da die Hauptaufgabe sein. Und wenn es jetzt hier schon so schrecklich läuft. Die Pulso! Hä? Achso. So. Die Pulso! Da wird erstmal nach der Draconiforce und Lappenforce. Aufgabe wird dann erstmal hier. Oh nein. Ach so, auch das Kanickel muss ich hier mit steuern oder was? Hör auf, dich zu kratzen! Boah. Das ist ja schrecklich. Sag mal. Oh! Ich habe jetzt so lange gebraucht, dass es jetzt schon bereits dunkel geworden ist draußen. Professor McGonagall, ich will gern pennen gehen. Es ist dunkel draußen. Ich bin müde. Geht das? Wie viele Geheimnisse gibt es eigentlich? Acht! Hä, was ist das denn hier? Warum? Geht's hier weiter? Als ob? Ach ja! Aber wir sind ja so süchtige Boys und Girls, die hier alles, alles sammeln wollen. Somit machen wir das auch mal ganz schnell. Wenn das in der Aufnahme wesentlich zu lang dauert, dann werde ich das in 1,5 Geschwindigkeit machen. Ansonsten müsst ihr das jetzt einfach mal zusammen mit mir durchstehen. Es sind ja auch nur noch zwei Gräser, also von daher... Oh, geil. Das
Das haben wir jetzt alles für ein paar Bohnen und vielleicht 3 Kürbispasteten und einen Kesselkuchen gemacht. Naja, eigentlich sollte ich auch was anderes machen heute. Weil, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Hasen da runterspringe? Oh. Roger, we have a problem. Ich glaube... Ach nee. Aha! Ich kann den Zauber mit Enter ja beenden. Stimmt. Da haben die Entwickler also tatsächlich mal dran gedacht. Und sind damit einem Mega-Bug aus dem Weg gegangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ich hätte es bestimmt vergessen als Entwickler. So. Mal wieder meine Lieblingsaufgabe, fliegen. Das Problem ist, mit der Maus lässt er sich so super scheiße steuern. Und leider gibt es da oben verdammt viel Zeug zu sammeln. Okay. Bis zum Ende des Spiels werde ich wissen, wie es geht. Sieht so super witzig aus. So super doof aus, wenn der da so lang raschelt. Alter Leute, ich glaube, wir werden hier die ganzen 3 oder 4 Parts, die ich hier aufnehme, an dieser Aufgabe scheitern. Ja, scheitern, weil, naja. Professionell. Nein, du warst doch schon da drauf, du Arschloch. Danke. Was ist das denn hier? Feuerwehrpaket Nummer 1. Ja, ich weiß, es war jetzt erst die zweite Fackel, aber egal, scheiß drauf. Jawohl. Richtiger Rebell hier. Ich mach alles so, wie ich's will und nicht so, wie das Spiel es vorgibt. Gib mir die Bohne. Sehr gut. Haben wir jetzt alle Feuerwehrpakete aufgenommen? Haben wir hoffentlich erkrankt es jetzt nicht? Heieieiei. Yes! Mann! Habe ich hier den Schaum vom Kaffee. Ja. Die Pulso. Eieieiei. Ich habe mich tatsächlich schon gefragt, hey, und wie komme ich jetzt bitte da runter in den Bereich, wo ich vorhin mit dem Hasen war? Genau, so komme ich da runter. Schön runterstöhnen, Hermine. Einer ist es noch, kann es sein? Das ist gar nicht so... wie viel hier immer rauskommt, ne? So, 400 Bohnen habe ich jetzt. Okay. So, wie viele haben... Oh, die Hälfte haben wir schon gefunden. Krass. Was?
Ich hab aber leider den Verlauf jetzt hier nicht mehr so krass im Kopf.